Und weiter geht's auch schon wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme und ich habe hier gerade Geräusche gehört. Schon wieder. Hallo? Wo kommt das jetzt her? Ihh. Das sehe ich ein ekliges Spinnbein. Mami. Na komm schon, wenn du dich traust. Na komm. Komm. Feiges Huhn. Ja. Also in dieser Aufnahme möchte ich halt euch über einige Dinge informieren, hauptsächlich jetzt. Nein, ich gehe doch nicht raus. Was geht denn draußen ab? Schlafen kann ich jetzt natürlich auch nicht gehen. Mist. Na gut, ich möchte euch jetzt über einige Dinge informieren. Also die da wären zum Beispiel, ich habe mir jetzt eine USB-Soundkarte bestellt. Die sollte jetzt bald auch ankommen und ich hoffe, da ist jetzt mein Sound halt etwas besser. Ja, und zweitens, ihr seht, ich habe den Shader-Mod nicht drin. Und deshalb jetzt mal die Frage: Soll ich jetzt hier nur mit dem Texturenpaket ohne dem Shader-Mod spielen oder soll ich es mit dem Shader-Mod spielen? Schreibt mir das einfach bitte in die Kommentare und dann werden wir ja weitersehen. Weil halt am Shader-Mod hat mich halt genervt, dass es halt unten in den Höhlen oder mitten in der Nacht auch so verdammt hell war. Das hat mich halt einfach genervt. Ja, aber es hat halt optisch Minecraft deutlich schöner gemacht. Meiner Meinung jetzt nach. Natürlich könnt ihr jetzt eine ganz andere Meinung haben. Ja, schreibt mir das bitte einfach in die Kommentare und wir sehen dann halt mal weiter. Ich würde mal sagen, die Mehrheit, die gewinnt. Ich werde jetzt auf alle Fälle zwei, drei Folgen mit diesem Texturenpaket von Honeybold einfach machen, ja? Einfach machen. Ist das wieder für ein blödes Wort? Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ach, super. Na, jedenfalls. Ich spiele immer halt noch mit der Version 1.1. Zum einen halte ich es halt noch nicht für nötig, dass ich jetzt 1.2 drauf tue. Das kann ich ja später immer noch machen. Und zum anderen hoffe ich halt noch immer, dass Honeyball irgendwann mal ihr Texturenpaket halt updatet. Sie kann sich ruhig 100 Jahre Zeit lang lassen, aber irgendwann wäre schon schön. Weil es ist ja meiner Meinung nach das deutlich schönste Texturenpaket, was es hier so gibt. Ja, gut. Was machen wir jetzt hier? Müssen wir jetzt mal langsam entscheiden. Fackeln haben wir da. Ich würde mal sagen, wir verhauen jetzt mal hier unten diese Spinni. Und hier hockt ja auch noch irgendwo so eine blöde Creeper-Sau. Creeper? Mist, den sehe ich jetzt nicht. Ich würde jetzt mal einfach in dieser Aufnahme mein Haus zu Ende bauen. Gut, zu Ende bauen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht schaffen. Ach, leck mich fett. Jetzt lass mich in Ruhe. Ey, du greifst mich ja immer noch an. Komm her. Ah, Seide brauche ich sowieso noch. Ich wollte mir einen Bogen bauen. Das war jetzt nicht ganz schön von dir. Ja. Und der Creeper müsste auch noch da sein. Da ist er ja noch. Da sehe ich die Stinkefüße. Ach Gott, da ist noch ein zweiter. Und noch ein dritter. Was hängst du da? Na komm schon. Komm, wenn du dich traust. Lass aber mein Haus in Ruhe, ich sag's dir. Mami. Halten die jetzt mehr aus? Ist ja schrecklich. Mist. Drei Creeper hinter mir, hä? Sind die Wasserscheu oder was? Da legt er ja ordentlich los. Und da hinten hängen die anderen beiden. So. Nummer 1 ist weg und der zweite auch. Ja, ich muss hier aufpassen. Ich möchte ja noch einige Folgen hier mit euch drehen. Also ich muss aufpassen, dass ich nicht so schnell ins Gras beiße. Ja, gut, jetzt würde ich mal sagen, kommt mal her. Nicht rausspringen. Nein, nein, nein. So, gib mir deine Wolle. Du auch. Her damit. Ihr braucht gar nicht so lange mit mir hier diskutieren, du. Es geht sowieso nicht gut.
Nein, 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 nein. Hier, hier, Fleisch. Hier. Dann rennt ihr mir nicht hinterher, oder? Ja, oh Gott, was seid ihr nur für... Geh mal hier, aus dem Weg. Lass mich mal raus. Schaut mich eigentlich so dumm an? Ach Gott. Das hat ja schon wieder Wolle. Ich habe ein Schaf übersehen. Das kann nicht wahr sein. So, komm hier. So, du auch. Habe ich noch ein schönes Ei gefunden. Wie sieht's aus? Frisst ihr noch was? Habe ich jetzt 26. Ja, das reicht erstmal. Gut, und jetzt mal schnell zurück ins Haus. Ach Gott, ich Depp, ich hätte mir jetzt einen Tee hier hinstellen sollen. Ja, denn ich habe Halsschmerzen. Ich will ja jetzt nicht jammern. Aber das geht mir doch ziemlich auf den Keks. Ach Gott, was nehme ich denn hier? Mist. So, komm her. Gut, das hätte ich jetzt auch hier gleich schon in die Leiste ziehen sollen, denn das benötige ich sowieso. Gut, mein Freundchen, jetzt bauen wir hier mal weiter. So. Genau so hier. So. Nee. So nicht. So. Gut, ich würde jetzt mal gleich eine Etage noch höher gehen. So, hier pflanze ich so etwas hin. Dann haue ich zweimal so etwas hin. Gut. So, so. Na komm schon, hier, komm. So und so. Ja, und auf der anderen Seite mache ich genau das gleiche. Also das Haus wird irgendwie... viermal so hoch sein wie breit, aber naja, es wird hoffentlich nett aussehen. Da war nochmal so ein Fenster rein, so ein bisschen frische Luft reinkommen, damit wir hier nicht ersticken. So, und dann schnell wieder Richtung Erde den ganzen Mist hier einsammeln. So, und dann kloppe ich hier noch das ganze Holz raus. Die Schafe melden sich natürlich auch gleich wieder zu Wort. Dann scheint wieder neue Wolle. Ja, sehr schön. So. Ui. Noch ein Ei. Sehr nett. Mal schauen, ob wir jetzt... Ja, ob hier so ein kleiner Freund für dich hier rausschlüpft. Nee, leider nicht. Da muss ich dich enttäuschen. So. Wo habe ich dich jetzt hingelegt? Da, hier. Komm her. So. Ich bräuchte bitte noch mehr. Hier. Hier. Ja gut, das dauert mir irgendwie zu lange. Ich schau mal, ob ich mehr Weizen hier auftreiben kann. Das war noch etwas zu früh. Ja, und jemand hat mir den Tipp gegeben, ich soll hier schleichen. Also ich soll hier kriechend über mein Feld laufen. Damit ich hier nicht das ganze Saatgut kaputt mache. Das habe ich jetzt natürlich gleich berücksichtigt. Es hat auch vieles gebracht hier, ihr seht schon. So, dann gehen wir mal hier gleich wieder einpflanzen, den Mist. Hier noch so eine Spur, zack. Da rein. Och nö, Freundchen, hier. Das gibt's jetzt aber hier nicht. Gut. So. Ja gut, mit dem Shader-Mod, da hatte ich halt auch immer so circa 30, ja, ich würde schon sagen, ja, 30 Frames. Natürlich hatte ich dann auch einige Abstürze mit dabei. Und jetzt ohne dem Shader-Mod habe ich jetzt momentan 90. Ja, also es läuft doch viel flüssiger. Aber wie gesagt, ist halt eure Entscheidung. Ihr dürft entscheiden, wie es halt ausgehen soll. Und ich nehme jetzt mal schnell hier. Nee, dich kann ich noch nicht scheren hier, oder? Ich habe jetzt schnell hier
das Weizenbündel aus der Hand gelegt. Ja, ansonsten werde ich ja noch gefressen von den Viechern. So, und wieder mal zurück ins Haus. Ja, schnell hoch. So. Ach Gott, war eh richtig. War doch eh richtig. Stress dich nicht so. Hm. Da muss noch irgendwas hin. Sieht ein bisschen komisch aus, du. So, und jetzt mal hier die ganze Wand hier rausreißen. Alles muss weg hier. Ach Gott, super. Super gemacht. Na gut, hier brauche ich eigentlich gar keine Wolle reinsetzen, weil hier soll ja der Kamin reinkommen. Na, werden wir mal sehen, wie es dann aussieht. Ich würde jetzt mal sagen, ich brauche mehr Wolle. Ach Mist, und ich habe so wenig Schafe. Ich schaue mal, ob ich noch irgendwo hier Schafe finde. Ich würde auch gerne hier dieses Gehege, nenne ich es jetzt einfach mal, erweitern. Schau mal ganz kurz, ob ich hier noch irgendetwas finde, was halt relativ in der Nähe ist. Ich möchte jetzt auch nicht groß auf die Wanderschaft gehen. Denn die Sonne, die geht ja eh schon wieder unter. Ach, geile Schlucht. Und Hühner. Ja, Hühner geht immer. Ah ne, darunter will ich jetzt aber auch nicht. Und hier bin ich jetzt im Sumpfgebiet gelandet. Ja. Die Richtung bin ich ja noch gar nicht gegangen. Und die Pilze, die nehme ich natürlich liebend gerne gleich mit. Komm her. Und hier so etwas auch mal. Wie ging das nochmal? Ich glaube hier mit der Schere. Genau. Sehr schön. Gut, hier. Das nehme ich jetzt alles mit hier. Das ganze Zeug. Hier, komm. Zack. Aber ich habe doch hier was Schönes, du. Für den Gartenteich. Für zu Hause natürlich. Frag mich eigentlich, vermehren sich diese Seerosen? Jo. Und es wird dunkel und ich würde jetzt mal sagen, ich marschiere mal schnell zurück. Achte halt natürlich drauf, dass ich hier nicht in die Schlucht reinfalle. Mal schauen hier. So. Und jetzt hier, ab geht die Luzi zurück nach Hause. Gleich mal sicherheitshalber hier die Axt in die Hand nehmen. Kann ja hier alles auf einmal vor mir stehen. So. Ich sehe schon mein Heim und vom Weiten sieht es doch schon mal ganz nett aus. Kommt natürlich noch ein Dach drauf. So. Ich hasse dieses Wort. Wieso benutze ich das eigentlich so häufig? Gut, ich bin alleine zu Hause. Die Hunde sind ja leider gestorben. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich lege mich ins Bett. Gute Nacht.